Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist der vierte Tag, dass ich dieses Tesla Model Y Performance besitze. Ein paar Kleinigkeiten habe ich jetzt auch schon verändert. Und zwar habe ich zum Beispiel hinten Spurverbreiterungen drauf, und zwar 17 mm pro Seite. Und ich würde sagen, das sieht man auch deutlich. Und auch auf der Vorderachse habe ich Scheiben dazwischen geschraubt. Auf der Vorderachse habe ich pro Seite 10 mm drauf. Was in 2 Wochen kommt, sind Tieferlegungsfedern, und zwar von Eibach, das Pro Kit. Aber da muss ich mich jetzt leider noch ein bisschen gedulden. Also nehme ich euch mal mit ins Auto. Und zwar habe ich hier diese Zierleisten, die normalerweise in dieser Holzoptik sind, an der Seite. Und auch hier vorne am Dashboard. Da habe ich Blenden drauf. In Schwarz. Die gibt es ja auch in Carbon, aber das gefällt mir nicht so gut. Dann habe ich außerdem hier diesen Mittelkonsolengetränkehalter. Der ist hier aus so einem weichen Kunststoff. Das fühlt sich wirklich sehr hochwertig an und ist auf jeden Fall praktisch. Und dann hier auf jeden Fall ein kleines Highlight, und zwar dieser Mittelkonsolen-Hub, dieser USB-Hub. Der wird hier einfach so reingesetzt. Der passt erstens gut und auch von der Farbe passt er perfekt hier rein. Und damit hat man halt eine Erweiterung auf 2 normale USB-Anschlüsse und 2-mal USB-C, wie man hier sieht. Und das ist jetzt echt ein Teil, das kostet nicht besonders viel, hat aber einen hohen Mehrwert. So eine kleine Spielerei gibt es hier noch. Du kannst hier verschiedene Dinge einstellen, wie das leuchten soll, in welcher Farbe und ob das hier als Lauflicht leuchtet oder halt eben einfach nur so normal. Auf jeden Fall sieht das Ganze gut aus, vor allem natürlich im Dunkeln. Und ja, was soll ich sagen, mir gefällt's. Ich habe ja vorher, wie ihr wisst, ein Model 3 gefahren. Und mir ist letztens was aufgefallen, und zwar, dass es hier so einen Überzug gibt für diese Mittelarmlehne. Und es kommt ja doch mal vor, dass man einen schmutzigen Arm hat. Oder es kommt im Sommer mal vor, dass man schwitzt. Und mit der Zeit wird es dann doch eklig, hier so eine Mittelarmlehne. Und ich habe mir einfach gedacht, das Teil brauche ich. Und ich bin echt überrascht, das passt wirklich perfekt darüber und auch perfekt ins Fahrzeug, finde ich. Das wird einfach so drüber gezogen und hat dann hier so eine Art Gummibänder, womit es praktisch hält. Und das Teil ist echt genial. Und vor allem schützt es halt. Und somit bleibt die Mittelkonsole langfristig schön. Und gerade wenn man das Auto später mal verkaufen will, ist das bestimmt von Vorteil. Was ich auch mega, mega cool finde, ist diese Ablage. Die ist zweiteilig. Und zwar ist das ganz clever gelöst. Das Unterteil und das Oberteil verbindet sich über 2 Magnete. Die sitzen hier. Kannst du also ganz leicht auch abnehmen. Und ganz ehrlich, wenn man es mal hatte, dann möchte man nicht mehr drauf verzichten. Nur hatte ich damit ein Riesenproblem, als ich es dann hier reinmachen wollte. Und zwar dadurch, dass ich diese Dashboard-Abdeckung habe und die ja minimal dicke auftragen, hat es hier nicht mehr gepasst. Also musste ich genau in dem Bereich, wo das hier aufliegt, musste ich mit einem Fräser nacharbeiten. Das ist ja Kunststoff, weil ansonsten hätten die Magnete sich nicht mehr berührt, und wenn die sich ja nicht berühren, und dann hält das ganze Ding ja nicht. Auf jeden Fall kannst du in die untere Ablage was reinlegen, wie etwa so ein Garagenöffner oder halt ein Smartphone, wenn du es nicht permanent unten laden willst. Mit dabei war hier noch so eine Box mit Tüchern. Wenn man das möchte, kann man die zum Beispiel auf die obere Ablage legen. Von draußen sieht das dann so aus. Was ich auch bereits da habe, sind diese Rückleuchten. Die sind so ein bisschen smoky. Also auf jeden Fall dunkler als die Originalen. Halten wir das mal dran. Hier sieht man deutlich den Unterschied. Und vor allen Dingen sind die nicht nur getönt, sondern die sind auch dynamisch. Und die werde ich nachher einbauen.
Und dann habe ich mir, wie gesagt, schon Fahrwerksfedern bestellt und die sind auch schon da. Das ist aber jetzt was, was ich nicht selbst machen werde. Zum einen fehlt mir die Erfahrung, zum anderen habe ich auch gar nicht das passende Werkzeug und auch keine Hebebühne. Und ich habe hier eine befreundete Werkstatt und die werden das für mich machen. Und dann ist das vom Fachmann gemacht und da habe ich auf jeden Fall ein besseres Gefühl. Das waren jetzt mal so die ersten Kleinigkeiten nach den ersten 4 Tagen. Falls ihr auch Interesse habt an den Teilen und an den Gadgets, ich verlinke euch die ganzen Sachen mal in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich, das Video war für den einen oder anderen interessant. Falls ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniere auch gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Ich mache mich jetzt an die Rückleuchten. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal.